Jo, und damit sind wir wieder zurück. Ich würde sagen, hier hauen wir keins rein, weil unnötig. So, Fackeln für Licht würde ich trotzdem mal auf jeder Etage noch so eine setzen hier. Ja, passt eigentlich auch von der Höhe, würde ich behaupten. So, und tendenziell sogar hier oben auch noch ein paar drauf. Genau, okay, soweit, so gut. Haben wir den Turm erstmal abgeschlossen. Jetzt waren uns da natürlich ein paar von den Blöcken da stiften gegangen, die wir da gerade in die Fenster reingehauen haben. Haben wir. Ja, gut, sieht jetzt natürlich auch nicht weltbewegend aus hier, aber passt schon. Besser zwei Fenster als kein Fenster. Irgendwie ist mir auch gerade die Musik ein bisschen abtrünnig gegangen hier. Warum, weiß keiner. So, die gleiche Nummer müssen wir natürlich jetzt hier auch machen. Bestenfalls ohne, dass uns das Zeug da rausfliegt. So, und dann sind wir schon oben. Das heißt, hier fackeltechnisch können wir ja auch nochmal dasselbe Spiel machen wie da drüben. So gut das eben geht. So, weiß nicht, was gerade mit meiner Playlist hier los ist, aber kann jetzt auch die Aufnahme nicht unterbrechen. Das ist ja mal der Nachteil dran. Bei den Einstellungen, wo ich das hier auf OBS aufnehme, kann ich nicht pausieren. Mal in der nächsten Folge nochmal fixen, das Problem. So, da sieht das jetzt erstmal relativ identisch aus. Perfetto. Ja, geil, ne? Jo, und dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal aufs nächste Kapitel. Können wir den Turm nämlich auch schon mal machen. Zumindest jetzt so weit, wie wir kommen mit den Steinen, die wir haben. Und mit den Möglichkeiten, die wir hier ausschöpfen. So, hier erstmal auf jeden Fall zwei wieder oben drauf. Ich finde das jetzt ehrlicherweise gerade ein bisschen blöd mit der Musik. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich will aber jetzt auch nicht hier. Auf der anderen Seite, was soll es, weißt du? Aha. Okay, warum er das da macht, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht die richtige Musik gerade. Komm, wir hauen einfach mal hier raus eine Runde. Ist doch egal, ne? Wahrscheinlich, weil die Playlist da schon fertig war. Ich hätte eigentlich gedacht, die ging länger, aber gut, 3 Stunden, ja klar. Und die 3 Stunden spielen wir auch schon wieder. Obwohl ich das sehr laut finde gerade. Sorry. Für meine Begriffe ist es gerade sehr laut. Kann aber auch sein, dass es wieder nur an meinem Headset liegt und ihr am Ende von der Musik nicht viel hört, ne? Ist ja auch egal. Habt ihr das auch mal gesehen, wie das läuft bei mir hier? Wie gesagt, wir haben auch so viele Playlists schon mal angespielt. Dann gibt es ja auch immer wieder hier diese Background-Music und so. Gefühlt 20 Playlists, hier alle so um die 12 bis 24 Stunden lang. Und wenn du die dann so durchspielst, sind das immer und immer wieder die gleichen Tracks. Manchmal melodisch ein bisschen anders, aber wir haben mittlerweile fast alle schon mal gehört. Wenn man überlegt, ja gut, wir haben jetzt auch schon die Musik hier dabei seit Folge, keine Ahnung was. Wie viele Folgen wir seitdem ja auch schon aufgenommen haben. Ups. Auf jeden Fall weit über 500. Von der Zeitspanne her ist da eben auch mal ganz schnell einiges gefüllt.
So, jetzt werden uns auf jeden Fall mal wieder die Steinziegel zu Ende gehen. Also wir werden vielleicht gerade so den Turm hier fertigstellen können. Wobei ich es nicht mal glaube. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, genau. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt mal das Headset doch ein bisschen runterdrehen. Sonst neige ich dann schnell wieder dazu zu schreien, weil ich es laut finde. Und in der Aufnahme übersteuere ich dann, von der Musik hört man am Ende gar nichts, weißt du. Das kennen wir. Alles solche Spielchen immer. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch Minimum 2 Etagen draufhauen. Zeig's mir an, danke. So, das heißt nochmal ein Dreier. Und dann, warum der das immer hier nicht darstellt, ey, da könnte ich manchmal brechen. Aber es gibt Schlimmeres. Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, so mit Minecraft, so auch gerade nur Kreativwelten und sowas. Immer solche Chunkfehler und so, da waren dann immer die Texturen komplett weg, manche Gebiete direkt komplett weg. Das war richtig heftig, ey. Bis ich dann irgendwann mal hier MC-Edit und sowas entdeckt habe, was ja jetzt leider auch nicht mehr in der Form möglich ist. Ich habe da mal versucht, die neueste Version drauf zu spielen. Da stellt er sich da auch komplett quer. Das hat er nicht gefressen. Ich kann mit MC Edit im Kreativmodus nicht mehr arbeiten. Das geht leider nicht mehr. Schade eigentlich. Ja, aber es für die neuesten Systeme, für die neuesten Versionen für Minecraft, das leider auch nicht mehr gibt, finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass das da nicht mehr weiterentwickelt wurde. Es soll, wie gesagt, ein Team geben, die da dran sind, da sowas Ähnliches da weiter zu produzieren. Aber im Moment alles noch ausbaufähig, zumindest wo ich das letzte Mal geschaut habe. Weiß ich nicht, wenn da einer drüber Bescheid weiß, der kann mir ja vielleicht mal einen oder anderen Tipp geben. Wäre ich sehr dankbar. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe eben das im Kreativmodus sehr oft mal genutzt, das MC-Edit. Um da mal irgendwelches Copy und Paste oder mal einfach irgendwelche Landstriche wegzuackern. Wenn man mal ein paar größere Projekte gebaut hat. Bietet sich ja dann an. So, ich muss eigentlich jetzt noch eine nach oben. Kann ich aber nicht mehr. Reicht mir mein Ziel nicht mehr. Kann ich gerade mal noch eine hier rumgehen. Und dann war es das aber auch schon wieder. Ende im Gelände. Wir müssen wieder zurück ins Lager. Könnten ja aber jetzt hier schon mal so ein paar... Warte mal, stopp. Ja, was heißt? Nö. Ich kann ja zumindest aber hier schon mal rausrupfen. Das war jetzt genau gerade falsch. Hier muss das Fenster nämlich hin. Uah, der war weg. Auf Nimmerwiedersehen. 1, 2, 3... oder was? Hier. Mensch, da muss man auch immer noch ein bisschen hier gucken. Diesen Fenstern ist gar nicht so einfach, das abzuzählen nämlich. Das ist immer alles so ein bisschen Gefühlssache und dann nochmal... Ach hey, ja moin! Servus! Na du? Was willst denn? Was kriegst denn? Ah, das ist ja alles langweilig hier, was du hast. Ich glaube, ich töte dich und nehme mir die Lamas mit. Ah, haben wir genug. Lassen wir den mal am Leben, den knausrigen Geizhals hier. Mal die Schnauze. Hatten wir ja schon sehr lange nicht mehr gehabt, ne? Ja, und du, was denn willst du jetzt hier? Ja, geil, du strangulierst doch dein Lama, ey. Was ist denn hier los? Das läuft ja mal richtig 10 von 10 gerade. Der will jetzt hier meinen Turm besteigen, wa? Geile Aussicht hier oben, wa? Hä? Harald! Ciao! Die Lama ist auch instant tot gewesen. Geil. Wir lassen den mal leben. Zack, vom Turm runtergehauen. Tot. Und du? Scheiß drauf. Weg hier mit dir. Ich habe genug Lamas mittlerweile. Ich snack mir mal dafür das Zeug hier. Was ist denn das überhaupt? Leder. Geil.
Können wir gebrauchen für Tücher. Bücher. Tücher. Wenn wir gerade einmal dabei sind hier, würde ich mal noch instant die Fackeln hier wenigstens noch anbringen. Brauchen wir es dann nicht mehr machen? So. Mal gucken, was hat denn der Kobold jetzt eigentlich hier fallen lassen? Gar nichts, ne? Nö, droppt nichts. Auch nicht übel. Okay. Da würde ich mich jetzt mal kurz an die Werkbank stellen. Mal gucken, was kriegen wir denn hier? Also, dass ich wenigstens mal ein Harnisch und eine Hose. Ne, Hose habe ich. Stiefel brauche ich noch. Genau hier. So, da würde ich jetzt mal, ich würde mal von diesen 16 wieder ein bisschen abtreten. Da oben würde ich maximal, ich weiß nicht, wie viel würde ich denn da hinstellen, da oben. Na gut, ich kann, naja, pro Turm 4. Turm 4 würde eigentlich reichen. Ja. So, warte mal. Helme, Harnische, Hosen, Stiefel haben wir jetzt ein paar. Zwei Paar. Ich weiß es eben noch nicht so richtig. Muss ich mir mal angucken, wie es ausschaut, was wir da oben jetzt überhaupt für Möglichkeiten haben. Aber ich würde auf den einen Turm wenigstens schon mal welche positionieren. 4 ist eine doofe Zahl. Was sagen, weiß ich. Oder an jede Ecke hier so, hier und hier oder hier und hier. Das würde gehen. So, jetzt kommt nämlich meine Erde ins Spiel, weil ich nicht weiß, wie das hier aussieht. Wenn ich, kann ich das so machen? Nee. Dachte ich mir nämlich. Die muss man nämlich auch erstmal positionieren, die Dinger. Das ist jetzt das ganze Problemchen. Da muss ich doch einen hier nach außen gehen. Ja, komm. So nämlich. So, und jetzt kriegen die quasi, jetzt pass auf. Das ist das, was ich vor uns die ganze Zeit meinte. Ihre Schuhe, ihre Hose, ihr Oberteil und ihren Helm. Und schon sieht das aus, als ob da hier oben einer draufsteht. Das meinte ich. Und finde ich eigentlich echt smart. Wie irgendwie geil, hat was. Ne? So ein bisschen. So, die Erde, die ist da jetzt mal zum Teufel. So, aber wenn ich das jetzt so mache, dann brauche ich doch pro Turm 8. Aber weiter kann ich ja jetzt da erstmal eh nicht gehen, weil, ja, warte mal, wie habe ich denn das jetzt hier? 2. Ja, das reicht auch völlig zu, würde ich sagen. Müssen die ja nicht überladen hier. So. Und so. So. Und so. Okay. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch mal von allen 4. Brrr, passe nochmal schön nach unten hier. 4. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 Helme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oberteile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Hosen und
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Stiefel. So, und in der nächsten Folge rüsten wir die ein. Ciao!